Wir geben rüber an die Börse in Frankfurt und haben eine gute Nachricht für viele Haushalte. Denn Strom könnte günstiger werden, Antje Erhardt. Wo wird es billiger und um wie viel? Ja, schönen guten Morgen. Billiger wird es vor allem in ländlichen Regionen im Norden und Osten Deutschlands, aber auch in Bayern für rund 10 Millionen Haushalte. Wir haben ja mal einige Beispiele für euch. Bei Schleswig-Holstein-Netz sollen die Netzentgelte im kommenden Jahr um 27% sinken. Bei den bayerischen Lechwerken auch, bei Edis in Brandenburg um 20%, in Cottbus um 10% und bei den Bayernwerknetzen um 11%. Die gute Nachricht geht es aber nicht überall. So wird die Sühner in Hessen wohl um 5% auf die Netzkosten draufschlagen. Diese Netzentgelte, die machen ja schon ordentlich was aus an der Stromrechnung. Immerhin ca. 25%, die sich dann bemerkbar machen. Aber Strom ist in den vergangenen Jahren auch ordentlich im Preis gestiegen. Vor allem seit 2022 mit Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Auf das Preisniveau früherer Zeiten wird Strom wohl nicht wieder zurückgehen, trotz der geplanten Senkung der Netzgebühren. Also es geht um diesen Anteil der Netzgebühren am Strompreis. Mhm. Warum sinkt der denn da in so vielen Fällen? Ja, die Bundesnetzagentur will die Kosten des Umbaus der Energienetze gerechter verteilen. Die Netze müssen ja vor allem dort ausgebaut werden, wo viel Ökostrom erzeugt wird. Und das nun mal eher im Norden der Fall, Wind, oder im Süden Photovoltaik. Was nicht in den Regionen gebraucht wird, das fließt in andere Regionen für deren Stromversorgung. Und diese Regionen, die selbst weniger Energie erzeugen, sie aber bekommen, werden jetzt die Kosten stärker mittragen. Und die Strompreise setzen sich aber ohnehin aus vielen Faktoren zusammen. Letztlich sind die Energiepreise alle miteinander verwoben. Und da bleibt eine Unwägbarkeit, die sich auch auf die Preise niederschlagen könnte, die Entwicklung in Nahost. Wenn möglicherweise Öl teurer werden würde, dann würden auch die Gaspreise steigen. Die hängen am Öl. Und dann haben die Gaskraftwerke für die Stromerzeugung höhere Kosten. Und das geben die auch weiter. Aber eine gute Nachricht zum Schluss. In keinem Land fällt so wenig der Strom aus wie in Deutschland. Ungefähr 2 Minuten im Jahr. In China sind es mehr als 2 Stunden pro Jahr. Also alles hat Licht- und Schattenseiten.